3, 2, 1 und wieder sind wir live, ihr Lieben. Live zum Live-Cooking heute, das letzte Mal vor Weihnachten, begrüße ich gleich diejenigen, die sich zuschalten oder die sich das später anschauen. Heute wird es ein ganz einfaches Rezept geben aus einem Lieblingsprodukt von mir, nämlich meinen, ups, ihr könnt mich gar nicht sehen, Mikro Pro Grill. Ich schalte euch mal ein Stückchen runter, damit ihr gleich, wartet mal, live ist live, seht ihr gerade. Ihr könnt gar nicht auf meinen Tisch heute schauen. Ah, ich weiß gar nicht wieso. Ich habe mich so ungünstig hingestellt. Wartet mal. Ah, na gut, so geht es ja dann doch. Dann könnt ihr mich zwar nicht in voller Größe sehen, aber wartet, gleich geht es los. So, jetzt bin ich für euch in voller Größe zu sehen. Wer mich nicht kennt, ich bin die Bezirkshändlerin aus der Bezirkshandlung Rostock-Neubrandenburg, die Kerstin Lepke. Ich befinde mich heute in meinem Meeting-Standort in Neubrandenburg. Und jeden Montag gehen wir 19 Uhr für euch live, egal mit welchem Rezept. Manchmal habe ich gar keinen Plan, wie so oft zu Hause. Auch ihr habt vielleicht zu Hause keinen Plan, was es geben soll. Da guckt man in den Kühlschrank und überlegt, das könnte weg. Das wird heute gekocht, das wird heute zubereitet. Und ein mega toller Helfer ist unser Grill. Und diesen Grill habe ich jetzt so ungefähr 3, 4 Jahre zu Hause und ich muss euch sagen, er ist aus meiner Küche nicht mehr wegzudenken. Und wisst ihr warum? Er kann braten, schmoren, überbacken, er kann rösten, er kann aufwärmen, er kann backen, der kann einfach alles. Und das Ganze kann er ohne die Küche schmutzig zu machen, ohne dass ihr hinterher putzen müsst wie verrückt. Und ihr braucht nur eine Mikrowelle. Dieser Grill ist einfach fantastisch. Es ist unter anderem auch das teuerste Produkt, was wir im Sortiment haben. Und ich kann euch sagen, diese 249 Euro ist jeden Cent wert. Viele kaufen sich einen Thermomix, ohne Frage. Sicherlich auch ein ganz tolles Produkt. Nur für mich nicht zu Hause in der Küche im Moment notwendig. Vielleicht kriegt mich ja mal noch über einer überzeugt, dass ich ihn auch brauche. Könnt ihr euch ja mal melden oder bei mir outen. Ich habe ganz viel Tupperware zu Hause und unter anderem ersetzt mir der Grill wirklich die Bratpfanne und ich kann ganz viel machen. Worauf dürft ihr euch heute freuen? Ich habe Sonntagsbrötchen eingekauft und ich habe Käse für den Ofen eingekauft. Ihr wisst das selber. Dauert ewig lange, bis das fertig ist. Ihr müsst den Backofen leerräumen, ihr müsst ihn aufheizen, den Ofen. Dann hat man eine Schweinerei, dann auf dem Blech. All das braucht ihr hierbei nicht. Das Tolle ist, ihr habt ein vollständiges Menü, ein vollständiges Essen, wenn eure Gäste kommen. Und ihr kriegt auch alles aus eurem Grill, aus eurer Bratpfanne heraus. Ihr seht schon, wir haben ganz einfach eingekauft. Das ist dieser Ofenkäse. Der wird zuallererst aus der Verpackung geholt. Und ich freue mich schon. Ich bin heute hier wieder ganz alleine. Und ich kann alles alleine aufessen. Na, vielleicht freut sich mein Mann, wenn ich was mit nach Hause bringe. So, dann nehmen wir unseren Grill auseinander. Und ihr seht schon, der hat hier eine ganz tolle Beschichtung. Damit brauchen wir ihn auch nicht einfetten. Eine Rille, die für Wasser oder eben auch für Fett gedacht ist, sodass ich das gut absetzen kann. Und wir haben einen Deckel, den wir in zwei verschiedenen Positionen aufsetzen dürfen und auch können und manchmal auch müssen. Denn wenn ihr so euch Rühreier vorstellt, wenn man die dann den Deckel da drauf legt, auf geschlagene Rühreier, das wollt ihr nicht wirklich essen. Deswegen ist diese indirekte Deckelposition für alles das wichtig, was so gerührt, geschüttelt und geschäkt ist. Da
dazu gehört Kuchen, dazu gehört Rührei, dazu gehören Quarksachen, die man drin zubereitet. Da nehmt ihr die indirekte Deckelposition und indirekt heißt, es liegt zwar auf, es hat Ober- und Unterhitze im Grill, es liegt aber nicht direkt auf dem Essen, deswegen indirekt. Dann gibt es aber Jachtwurst, Würstchen oder es gibt Stullen, die man auch rösten kann da drinnen. Es gibt das Sandwich-Toast und es gibt Hähnchenkeulen. Da wollt ihr natürlich von oben und von unten das Ganze kross haben. Und da legt man den Deckel dann auch direkt in den Grill. Also das ist so meine Eselsbrücke, die ich nehme, wenn ich jetzt überlege, was will ich machen und wenn ich kein Rezept habe. Ich habe heute auch nicht wirklich ein Rezept. Ich musste meinen Mann schnell mal anrufen, weil in dem Begleitbuch für den MikroProGrill stand das Rezept gar nicht drin. Ich weiß aber, es steht im Upgrade für den Grill drin und ich brauchte die Garzeiten, denn mit den Garzeiten ist es manchmal so wie mit einer Mikrowelle. Wenn die Mikrowelle schon ein bisschen älter ist, dann braucht ihr ein bisschen längere Garzeiten. Ist die Mikrowelle natürlich noch ganz frisch und neu, dann braucht ihr nicht so viel. Ich habe noch das ältere Modell hier als Arbeitsmodell. Guckt mal, früher waren die Füße etwas kleiner. Ich weiß nicht, ob ihr das hier erkennen könnt. Genau hier, so sind die Füßchen. Und jetzt bei den Modellen sind die Füße etwas größer. Das heißt, der steht dann auch etwas besser in der Mikrowelle. Da ist die Wärmeverteilung halt etwas besser. In den Grill kommt mitten rein unser Käse. Ihr könnt das sehen. Genau. So, jetzt gucke ich mal, ob ich mich ein Stückchen weiter hinter setze. Dann könnt ihr mich auch wirklich ganz sehen. Dann räumen wir mal ein bisschen hier auf. Und dann kommt entweder Pizzateig von der Rolle oder ihr nehmt Brötchen. Und ich habe Knack- und Backbrötchen mir ausgewählt. Wer Kuchenbäcker ist, darf natürlich auch Pizzateig für Brötchen selber machen. Aber so als faule Hausfrau liebt man natürlich das, was fertig ist. Und ihr seht, wie schnell dann mal so ein Pizzateig auch als Brötchen rauskommen kann. So, dann müssen die Brötchen natürlich in kleine mundgerechte Portionen geschnitten werden und dazu könnt ihr ein Messer nehmen und auf einem Brettchen schneiden oder ihr wählt die Variante Topfschaber, dann könnt ihr auch direkt hier mit dem Topfschaber auf meiner Schneidunterlage arbeiten. Allerdings sehe ich schon wieder, das muss wirklich gut geschnitten werden. Und ich schneide die Brötchen in 4 Teile. So wie ihr das hier seht. Und dann werden die rundherum um meinen Käse gelegt. So habt ihr, wenn ihr Gäste habt, schon mal die Brötchen gleich hier mit drin. Und so habe ich auf meinen Live-Tupper-Partys für euch auch ein Rezept, was ihr gut jetzt zu Silvester oder auch zu Weihnachten nachmachen könnt. Ihr kauft euch so 3-4 Packungen Back- und Knack- und Backbrötchen. Gibt es im Lidl, gibt es im Aldi, gibt es so ziemlich überall zu kaufen, Rewe, Real. Müsst ihr nicht selber los. Und das wird auch so, wie ich es hier für euch vorbereite, in kleine Stücken geschnitten, mit Käse bestreut oder Schinkenwürfeln, bestreut mit Sonnenblumenkernen, bestreut mit Sesamkerne oder. Und ihr macht euch euer Brötchenrad selber fertig. Ganz unkompliziert, ganz schnell. Und vor allem so eine Knack- und Backbrötchen, die könnt ihr auch immer zu Hause haben. Das Ganze wird dann natürlich nicht im Grill zubereitet, sondern ihr braucht eine tolle Backunterlage von Tupperware aus Silikon, die man auch nachhaltig immer wieder verwenden kann. Denn die wird abgewaschen und hinterher ist sie wieder einzusetzen. Ach, jetzt bedauere ich schon wieder, nicht ein zweites Handy hier zu haben.
um euch das zu fotografieren. Aber schaut mal, so schaut das Ganze jetzt aus. Das heißt, der Käse ist hier drin, die Brötchen sind hier rundherum verteilt. Und jetzt geht unser Deckel, wie habe ich gesagt, das muss dann indirekt aufgesetzt werden. Für 6 Minuten bei 800 Watt in die Mikrowelle. Dann holen wir den Käse raus. Und wisst ihr, was wir dann erst machen? Dann wird er erst aufgeschnitten, weil so hat er zwischendurch jetzt genug Zeit, erstmal schön warm zu werden. Bis gleich, ich bin gleich wieder für euch da. Ich schmeiße nur die Mikrowelle an, dann erzähle ich euch noch ein bisschen was zu meinem Grill. Und wenn ich jetzt hier ein bisschen Platz mir mache, seht ihr mich jetzt hier auch besser und ich kann dann besser erzählen, habe ich mal eine ganze Unordnung hier auf dem Tisch. Und mit diesem Grill habe ich zum Beispiel gestern ganz schnell Ofenkartoffeln gemacht. Auch das Rezept funktioniert wunderbar im Backofen auf der Backunterlage. Allerdings, wenn ihr zu zweit seid, braucht ihr ja nicht ein ganzes Blech Ofenkartoffeln, dann tut es auch der Grill. Ofenkartoffeln auf dem Blech brauchen ungefähr eine Dreiviertelstunde, wenn der Backofen vorgeheizt ist und ihr braucht dann 200 Grad. Man kann dann pfiffig sein und sich das ausrechnen, wie viel Energie man verbraucht hat, mache ich natürlich nicht. Mir geht es nur darum, ich brauche den Herd nicht ausräumen und kann das eben parallel in meinem Grill für 2 Personen genauso gut machen. Die Kartoffeln wurden eingeschnitten, so wie Schiffchen, das kennt ihr. Einmal eine Hälfte, dann die Hälfte nochmal durch und wenn sie sehr groß sind, die Kartoffeln, macht er halt nochmal die Hälfte durch. Das Ganze geht dann. Hier waren es gestern Abend so 8 Kartoffeln etwa von der Größe. So, ne? Mein Mann und ich haben die gut geschafft. Für jeden 4 habe ich gedacht, ist das gut. In eine Schüssel gepackt. Und wisst ihr, was toll ist? Unsere Lieblingsschüssel, unser Wunderschüsselsatz, der ist ab nächste Woche Werbeangebot. Auf jeder Tupperparty, egal ob sie online oder ob sie real durchgeführt wird, könnt ihr diesen Wunderschüsselsatz erwerben. Damit fing alles an. Damit hat es bei Tupperware begonnen, denn der Earl S. Tupper hat vor mehr als 75 Jahren diese Wunderschüssel erfunden. Und wir feiern im nächsten Jahr, quasi ab Montag nächste Woche, 60 Jahre Tupperware in Deutschland. Und dieses ist eines unserer meistverkauften Produkte auch gewesen. Denn so eine Wunderschüssel braucht jede Frau und jeder Mann im Haushalt. Luft- und wasserdicht verschlossen und super auch als Schüttelschüssel zu verwenden. Denn hier sind meine Kartoffeln reingekommen, meine Kartoffelecken. Und dann kamen natürlich noch ein paar Geheimzutaten dazu. Eine Knobizehe für den schönen Geschmack. Dann kam dazu ein Teelöffel Rosmarin, ein Teelöffel Oregano, ein Teelöffel Majoran und ein Teelöffel Thymian. So viel würde ich für ein Blech nehmen. Da ich die Hälfte ungefähr habe, habe ich nur natürlich die Hälfte genommen. Allerdings habe ich nicht auf die ganze Knobizehe verzichtet, sondern habe sie schön in Scheibchen mit reingeschnitten. Man könnte sie auch in kleine Häcksel schneiden. Dazu habt ihr im Januar auch ein ganz tolles Angebot, nämlich unseren Multichef. Und viele von euch haben ja auch unseren ganz kleinen zum Ziehen, unseren Zwiebelschneider, sich schon gegönnt. Und ohne den läuft ja in unserem Haushalt auch nichts. Und ich glaube, in 50% der deutschen Haushalte ist er auch nicht mehr wegzudenken. Diesen Zwiebelschneider oder eben auch eine Knobipresse könnt ihr nehmen, um dann den Knoblauch klein zu bekommen und dann brauchen wir noch ein wenig Olivenöl und mein Kind kommt hier hinein spaziert. Hast du Langeweile? Ja, ich war gerade in der Gegend. Du willst nur das Essen nachher abbekommen. Habe ich recht?
gibt lecker Ofenkäse mit Brötchen. So zum Einditschen. Ja. Nein, willst du nicht haben? Freut sich Papa, wenn ich das mit nach Hause bringe. Also, machen wir weiter. Hier sind die Kartoffeln drin, ne? Kleingeschnitten. Hier sind unsere Kräuter, das Knobi-Gedöns drin. Dann kommt noch Olivenöl dazu. Und dann braucht ihr natürlich auch körniges Salz, was man hier mit hineintut. Deckel zu, luftdicht verschlossen. Und ein Tupper-Säufzer. Psst. Habt ihr nicht gehört? Ich habe hier im Hintergrund ganz leise Weihnachtsmusik zu laufen, damit ich mich hier nicht fürchte, so ganz alleine. Alles hier rein, geschüttelt. Und dann geht es hier in den Grill hinein. Und das Ganze ist dann in 20 Minuten gut. Und ihr müsst auch gar nicht umrühren, weil hier wird wieder die Version direkter Deckel genommen. Denn es soll ja von oben und von unten schön knusprig werden und kross. Und dann nimmt man zum Ende einmal den Topfschaber, rührt das Ganze um. Und schon ist es dann wirklich in 20 Minuten fertig. In der Zwischenzeit macht ihr euch einen Kräuterquark fertig. Dazu braucht man wieder unseren kleinen Multichef. Bisschen Kräuter rein, bisschen Zwiebel rein. Kurz geschreddert, einen Quark dazu. Vielleicht noch einen Schuss Mineralwasser, damit das schön fluffig ist. Und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Und schon ist der Kräuterquark zum Essen fertig. Natürlich könnt ihr auch fertig kaufen beim Kaufmann. Allerdings ist ja selbstgemacht. Ja, selbstgemacht. Und ihr wisst natürlich, was auch drin ist. Wie wird er gereinigt? Natürlich nicht im Geschirrspüler. Was soll er im Geschirrspüler? Da gehört er nicht rein. Dazu muss ich sagen, ist eins ganz wichtig, was wir brauchen, nämlich Küchenrolle. Weil Küchenrolle reicht, um unseren Grill zu reinigen, wenn ihr ihn gleich nach dem Benutzen reinigt. Und ich erzähle euch gleich mehr dazu. Ich muss jetzt einmal in die Küche gehen und ganz kurz unseren Grill hierher holen. Dazu ziehe ich Handschuhe an, weil das ist doch sehr heiß und es würden mir die Finger verbrennen. Guckt, schön groß, schön lang, weil ich mich nicht verbrenne. So schaut es jetzt nach 6 Minuten aus. Ne? Also es ist noch nicht fertig. Es muss nämlich auch noch mal 12 Minuten rein. Allerdings wird jetzt eingeschnitten. So wie wir das kennen, wird es geritzt auf 6. Ne? Also 4. 5 und 6 und dann macht ihr das gleiche, wie ihr das sonst auch macht, nämlich die Ecken hochklappen. So. Warum will denn das hier jetzt gar nicht so richtig? So. Könnt ihr mich sehen? Ja. Schön hier so drüber legen. So. Die letzte Ecke auch noch hoch. So. Wartet. Immer wirklich schön mit Handschuhen anfassen. Es könnte heiß sein. So sieht es jetzt aus. Also schön eingeschnitten, wie ihr das kennt. Aber Deckel wieder drauf. Auch wieder in direkte Deckelposition. Und durch dieses Silikon wird der Deckel auch nicht ganz so heiß. Und ihr könnt ihn dann hier reinschieben. Thank you.
So, jetzt bin ich wieder da für euch. Das heißt, die nächsten 12 Minuten müsst ihr mit mir aushalten und ich erzähle euch natürlich, was wir noch mit dem Grill machen. Wir wollen ihn natürlich erst reinigen. Dann hole ich ihn mir mal wieder zurück. Und dazu reicht es, wenn ihr von unserem Küchenrollenhalter einfach Küchenpapier nehmt und auswischt. Denn durch diese schöne Beschichtung bleibt das Ganze hier drinnen natürlich auch weiterhin so, dass man ohne Fett darin arbeiten kann. Ihr könnt, ihr müsst aber nicht. Und wenn man hier drinnen jetzt zum Beispiel Eierkuchen oder Kartoffelpuffer oder solche Sachen zubereitet, die man so fertig hat, dann funktioniert das auch. Geht immer ohne. Manchmal ist aber mit einfach leckerer. Das kennt ihr ja so. Eier, die mit ein bisschen Butter gebraten werden, schmecken halt einfach ein bisschen besser. Mein Kind nickt hier schon, weil zu Hause ist mein Mann der Eierbrater. Der liebt es, Spiegeleier halt sich selber zu machen. Und dafür hat er zu Hause diese kleine Pfanne. Und die liebt er über alles, denn mit der kann man richtig gut hantieren. Und es ist gerade so passend für 3 Spiegeleier für zu Hause. Was könnt ihr hiermit noch machen? Wir haben schon mal Kuchen gebacken. Auch dieses Rezept ist hier in unserem Rezepteheft drin. Das ist ein Beerenkuchen. Allerdings kann man den natürlich auch, hier ist er drin mit Blaubeeren, kann man mit Himbeeren machen, könnt ihr mit Äpfeln machen, könnt ihr mit allen machen. Man kann Crumbles da drin machen als Dessert für die Weihnachtszeit. Man kann die Zimtschnecken hier drin selber machen. Und ihr könnt natürlich auch wieder auf die herzhafte Variante gehen. Ihr könnt euch den Sandwich-Toaster sparen. Hier kann man 4 Sandwich mit Mahl fertig machen. Und ihr müsst nicht hinterher wieder einen riesen Schweinereihaufen am Sandwich-Toaster fertig reinigen. Und ihr habt ein Produkt halt auch weniger rumzustehen, denn auch hier wird das Ganze ganz einfach in der Mikrowelle zubereitet. Wie funktioniert es? Ganz einfach, zuerst wird ein Toast in der Mitte durchgeschnitten, diesmal halt nicht halb, sondern auf der Diagonale halb. Dann kriegt man nämlich 4 Stück hier hineingelegt, nämlich wie eine Serviette. Wartet mal, guckt mal. Dann würden die quasi hier liegen. So. Also hier geschnitten und dann kann man sie schön aneinander legen und dann sind alle meine Sandwich-Scheiben schon mal getoastet. Das gleiche kann ich mit dem Deckel machen, wenn ich es ganz kross haben möchte, wenn mir das so langt, wird mein Sandwich jetzt belegt mit Dingen, die ich liebe, inklusive Käse natürlich, denn der Käse hält mein Sandwich. Dann kommt oben der Deckel drauf, dann hier auch direkte Deckelposition, weil es soll ja von oben auch schön kross werden und auch ein bisschen zusammengedrückt werden. Und schon habt ihr euer Sandwich schnell und unkompliziert fertig. Hinterher ausgewischt und das Ganze ist ganz einfach fertig. Hier habe ich so eine Übersicht drin. Grillen, backen, braten, schmoren, überbacken, toasten. All das kann mein Grill und all das könnt ihr natürlich mit ihm auch ausprobieren. Was auch schön einfach ist, ist, wenn ich so kleine Spießchen habe. Oder neulich habe ich meine Enkelkinder zu Besuch gehabt. Die wollten natürlich nicht das essen, was wir essen oder konnten das nicht essen. Da gab es kleine Würstchen und die habe ich gekreuzt hinten. Da gab es dann so ganz kleine Würste mit, wie sagt man, diese Spitzen, ich habe keine Ahnung, wie heißen die denn, Sarah, wie hießen die denn? Die ist keine Würstchen. Ja, aber das waren einfach Wiener Würstchen, die habe ich in der Hälfte durchgeschnitten, habe sie gekreuzt, rechts und links und dann hat man ganz schnell so ganz süße kleine Kraxelwürstchen fertig für die Kinder. Ihr könnt natürlich da auch McNuggets drin zubereiten, diese gekauften, gefrorenen Sachen oder die Rösti-Ecken
Oder ihr könnt natürlich auch, wenn man hat, frische Pilze drin zubereiten, schön aufgebraten, hinterher eine Knoblauchsoße untergerührt. Also wirklich ganz, ganz viel, was dieser Grill alles kann. Lasst euch einfach bei einer Tupper-Party online oder auch live den Grill richtig toll erklären, denn auch für Profiköche hat er was in petto. Man kann mit ihm auch ordentlich Steaks braten. Rumpsteak mit Röstzwiebeln oder Ribeye-Steak sind auch Rezepte, die hier in diesem Rezeptbuch mit dabei sind. Und was ich schon mal ausprobiert habe bei einer Tupper-Party, das war Schweinefilet mit Senfkruste. Das kann ich euch empfehlen, das ist wirklich ganz lecker. Und auch der Baconkracher ist ein Rezept, was kinderleicht ist. Und wisst ihr, das Tolle bei unseren Rezeptbüchern, man kriegt es immer gut hier nachgekocht, denn unsere Rezepte sind ja bildlich dargestellt. So, warum erkläre ich euch diesen Mikropro-Grill? Ganz einfach, im Januar bekommt jeder Gastgeber die Möglichkeit, ihn sich schenken zu lassen. Wenn man nämlich einen Tupper-Party-Umsatz von 1000 Euro zusammen ertuppert hat, dann muss man keine 249 Euro bezahlen, sondern kriegt diesen kleinen Grill quasi als Auswahl-Sterne-Geschenk. Das ist eine ganz tolle Sache, denn wir haben auch im Januar ganz tolle Angebote, die die Kunden uns aus den Händen reißen werden. Schon alleine, wenn ich an meine kleinen Schüsseln denke, unser Silvesterknaller-Angebot, 8 Stück zum Preis von 4 für einen Knallerpreis von nur 23,80, ist das eine ganz, ganz tolle Sache. Und ich habe ja schon gesagt, man braucht auch unseren Multichef. Der ist 20 Euro günstiger, den könnt ihr euch dann zulegen. Und was das Tolle ist, es gibt noch neue Produkte für die Gastgeber, die die Tupper-Party ausrichten. Wenn sie online vorbereitet wird, können sowohl Online-Gäste als auch Offline-Gäste dran teilnehmen. Denn in der Vorgruppe wird schon mal gezeigt, was in die Werbung kommt. Die Party wird online erstellt, man kann schon nach Herzenslust shoppen ab Montag nächste Woche. Und dann hat man eben die Möglichkeit, die Angebote sich zu bestellen. Die Gastgeberin bekommt ein ganz tolles neues Produkt, was wir noch gar nicht im Verkauf hatten. Das sind unsere neuen Clear Meats. Hier habe ich einen davon schon mal hingestellt. Ein Behälter, wo man das Essen dann auch erkennen kann. Lara, da hätte Dennis nicht das Problem. Nee, das ist ganz praktisch. Dass er nicht findet, was im Kühlschrank steht. Sie sind eckig, diese Behälter. Dadurch nehmen sie natürlich auch weniger Platz weg. Und holt euch einfach dieses tolle Produkt als Gastgeber einer Party. Ab 225 Euro kriegt man es gratis. Und man zahlt als Gast ansonsten halt 25 Euro dafür. Man kann auch noch weitere Größen kaufen und eine ganz kleine Größe kann man für 3 Euro noch dazu kaufen, sodass man dort gut für den Kühlschrank ausgestattet ist. Und nach dem Fest hat man sowieso viele, viele Reste. Und wenn ihr eure Tupper-Party jetzt schon mal mit jemandem vereinbaren wollt, wenn ihr auf machparty.de geht, findet ihr unter eurer Postleitzahl ganz viele Partymanager, die gerne mit euch Tupper-Party machen. Ihr könnt natürlich ansonsten auch unter das Video schreiben und wir vermitteln das. Ich mache die Partys rund um Neubrandenburg, Neustrelitz und auch Waren. Wir haben aber Partymanager in der Uckermark, wir haben Partymanager an der Ostsee, Rostock, Schwerin, Wismar, Grevesmühlen. Wo kommen unsere paar Mädels noch her? Ich weiß, aus der Prignitz haben wir welche. Wir haben in Berlin Partymanager. Wir haben in Hamburg Partymanager. In Ribnitz-Damgarten sitzen welche. Und wir haben auch Richtung polnische Ostsee, Grenze haben wir Partymanager, sodass ihr auch dort mit uns Party machen könnt. Und selbst wenn ihr von weiter her seid, wenn ihr auf online ausweicht, könnt ihr mit uns Party machen, auch wenn ihr in München oder in Frankfurt wohnt. Ihr könnt überall mit uns Party machen. So, ich bin gespannt, was unsere Käsegeschichte macht. Ich weiß schon so langsam nicht mehr, was ich euch zu diesem Produkt des Grills erzählen soll.
Ich weiß aber, nein, nicht aber, ich weiß, dass ich ihn bei mir nicht mehr wegdenken möchte, denn er ist so oft im Einsatz, schon auch wenn ich Sonnenblumenkerne rösten muss für den Joghurt, den wir selber machen. Da kommen die Sonnenblumenkerne rein, frisch gekauft. Manchmal sind es welche vom Supermarkt, manchmal sind es welche aus dem Reformhaus. 5 Minuten bei 1000 Watt und meine Sonnenblumenkerne sind richtig schön geröstet. Das gleiche könnt ihr machen mit Mandelblättchen oder mit Nüssen. Dann wird es hier drinne auch schön für euch geröstet. Was könntet ihr noch da drin machen? Habt ihr Ideen? Schreibt doch mal was da unter, wenn ihr wollt. Ich kann das dann vielleicht auch sehen, oder bin ich so überfragt? Wenn ich mich hier aufzeichne, kann ich da eigentlich was auch lesen, was diejenigen schreiben? Ja, ich glaube, irgendwie kannst du das machen, aber ich gehe jetzt nicht so oft live. Manchmal freut man sich ja, wenn die Jugend da ist und sie einem helfen kann. Aber so kann sie das halt hier heute auch nicht. Die meisten meiner Partymanager sind schon fast im Weihnachtsurlaub. Diese Woche wird ganz, ganz wenig getuppert. Nur wer vergessen hat, das Thermoduo noch zu bestellen, oder die Kunden, die jetzt noch denen einfällt, sie wollen noch dies oder jenes haben. Ansonsten fangen wir wieder ganz normal nächste Woche an. Nächste Woche wird es kein Live-Cooking geben, weil nächste Woche stelle ich meinen Partymanagern tolle Wettbewerbe vor und mache ein Ehrungsmeeting daraus, wer wie fleißig im letzten Jahr war. Und da sind schon ganz erstaunliche Leistungen auch zusammengekommen. Auf mich müsst ihr da verzichten. Allerdings sehen wir uns wieder live dann am 3. Januar. Da bin ich dann aus Bützow für euch live. Das ist nämlich unser zweiter Standort. Habt ihr gehört im Hintergrund? Es hat schaltet euch wieder zu. Macht's gut!